Guten Morgen. Ah, ich wollte euch noch ein paar Sachen erzählen. Jetzt ist es so, dass ich habe die Kamera ein bisschen weiter weggestellt. Mal schauen, ob das jetzt besser ist. Ich habe keine Ahnung. Nur sehe ich jetzt nicht genau, was für Kommentare kommen. Ich fange jetzt einfach mal an. Also, ja, diese Manifestationsparty, das war richtig toll. Ich habe so viele liebe Rückmeldungen bekommen und ja, jetzt habe ich mich gestern wirklich hingesetzt und nochmal mir überlegt, worauf kommt es denn wirklich an? Wie kann ich euch denn wirklich helfen? Hallo Stefan, wie kann ich euch denn wirklich helfen? Und ich weiß, die hauptsächlichen Probleme sind einfach auch wirklich dran zu bleiben, eine Kontinuität zu haben. Und diese Kontinuität, die fällt uns so schwer, weil unser logischer Verstand, unser analytischer Denker, der ist natürlich auf vergangene Verhaltensweisen programmiert und Verhaltensweisen und Denkweisen programmiert, die uns quasi fast nie Zeit lassen, die Dinge zu tun, die wir wirklich tun müssen. Weil wir haben so einen komischen Prioritätensetzer in unserem Kopf, der einfach sagt, also zuerst muss ich mal das Wichtige, das, was überlebenswichtig ist, alles erledigen. Und das ist einprogrammiert, da weiß ich schon ganz genau, was ist wichtig für mich, damit ich überleben kann, damit ich mein Geld verdiene, damit ich meine Pflichten erfülle. Und dieses Bewusstsein, das setzt sich immer in den Vordergrund und spricht quasi mit dir unterbewusst, aber es treibt dich vorwärts, es treibt deinen Körper vorwärts und sagt dir, ja, also bevor wir die lustigen Dinge machen, weil jetzt Meditation, Kreation, Bücher lesen, sich weiterbilden, deine Persönlichkeit zu erweitern, die ist von unserem in dem alten Modus programmierten logischen Verstand, das ist alles so als Fun und als Spaß und als Nebenbedingung irgendwie eingespeichert. Und das Einzige, was hilft, ist, dass wir die Prioritäten verändern für das, was wir tun, für das, was uns wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und da magst du sagen, ja, wie soll ich denn das machen? Ich muss meine Kinder füttern, ich muss mein Haus putzen, ich muss all das tun. Selbstverständlich sind es Sachen, die zu tun sind. Aber ich komme aus dem Quality Management und ich weiß, dass sich Prozesse vereinfachen lassen. Ich weiß, hallo, von wem ist das her? Kerstin. Ich weiß, dass sich Prozesse vereinfachen lassen. Ich weiß, dass ich Dinge anders machen kann. Ich weiß, dass ich ganze Routinen verändern kann. Ich weiß, dass ich delegieren kann. Und so kann jeder sein Leben managen, wenn er neue Prioritäten setzt und wenn er sagt, kreieren aus mir heraus ist mir eine Nummer 1 Priorität, weil es sorgt dafür, dass ich gesund, fit, jugendlich, agil bin und als Resultat daraus finanziell belohnt werde, ich selbst zu sein, und zwar dadurch, dass ich mir erlaube, ein Leben zu kreieren, in dem Spaß und Freude dazu dient, meine Finanzen zu organisieren. So. Und das ist ein Denkmuster, das ist eine Überzeugung, und aus dieser Überzeugung heraus wird es dir leicht fallen, die notwendigen Dinge und Verhaltensweisen und Denkmuster für dich zu implementieren. Aber solange du nicht die Schöpfung deines Lebens, dass du der Chef bist, erstmal annimmst und dann dein Schöpfersein als Priorität Nummer 1 setzt, wirst du immer irgendwie ein bisschen rumeiern, irgendwie ein bisschen lesen, irgendwie ein bisschen meditieren. Und deswegen diese ganze neue Konstruktion deiner Persönlichkeit und auf Basis deiner wahren Identität, die verhilft dir in einen Zustand, in dem du in der Lage bist, die notwendigen Dinge konsequent zu leben und zu tun, genauso konsequent, wie du
Zähne putzt, genauso konsequent, wie du andere Dinge in deinem Leben tust, geht es darum, konsequent aus deiner Schöpferidentität, aus deiner Herzensidentität, weil die Schöpferidentität, die ist ja die Herzensidentität, das ist das reine, volle, schuldlose Bewusstsein, aus dieser Identität schöpfst du heraus. So weit, so gut. Also, wenn wir das jetzt so klar haben, ich muss daran arbeiten, ich muss das sein und zwar möglichst jeden Moment. Ich brauche meine Routinen, ich brauche meine Denkroutinen, ich brauche meine Verhaltensroutinen und ich brauche meine Gefühlsroutinen. Ich muss da neue neurologische Verbindungen in meinem Gehirn schaffen. Und das ist eins der allerwichtigsten Geschichten. Und das geht einfach nur, indem du dich völlig dahin gibst und sagst, ja, das mache ich, das weiß ich, das so funktioniert. Und ich muss nicht wissen, wie genau das vorgeht. Weil diese Vorstellung von unserem analytischen Verstand, wo ich immer sage, den müssen wir packen, in unser Boot holen, dass er wissen muss, ja, wie geht denn das? Ja, wie soll denn das gehen? Diese Vorstellung müssen wir ihm nehmen und sagen und ihm erklären, wie das Leben funktioniert. Und das ist ein Teil von My Magic, von diesem kleinen 3-Tages-Programm, das ich jetzt angeboten habe, das nächsten Mittwoch startet. Dass wir hier diese Basis bilden, wie wirklich bei einer Blume. Du hast das Innerste der Blume und wenn du diese Knospe hast, wenn diese Knospe wirklich gut genährt ist, wenn die gefüttert ist, wenn die geliebt wird, dann geht die auf und es wird eine wunderschöne Blume draus, die Blume deines Lebens oder was auch immer. Aber du musst bei dieser Knospe anfangen, du musst diese Knospe richtig stark machen, damit die nachher blühen kann, damit die Blüten aufgehen können. Aus deiner Knospe, aus deiner Identität geht die Blüte der Gesundheit auf, geht das Blütenblatt der finanziellen Freiheit auf, der Freude, der Leichtigkeit, der Freiheit. Das hängt aber alles an dieser einen Knospe. Und diese Knospe, diese Knospe musst du jeden Morgen aufwachen. Und als diese Knospe darfst du jeden Moment in diesem Bewusstsein sein, dass du quasi diese Knospe deines Lebens bist. Wenn die stimmt und wenn du die versorgst, dann bleibt dieses Blütenblatt der Fülle, dann bleibt dieses Blütenblatt der Gesundheit, was du dir auch immer nur wünschst. Also als logische Konsequenz. Und deswegen will ich das einfach leicht für dich machen, dass du deinen Verstand ins Boot holst mit leichten Vorstellungen, wie das Leben funktioniert, was für Fähigkeiten du mitbekommen hast als Mensch und wie du die gewinnbringend für dich, so dass du dein Leben aus deiner Freude, also alle sagen immer aus dem Herzen heraus, aber was ist das Herz schon? Das Herz ist Freude, Begeisterung, Liebe. Es steht dafür sinnbildlich für das reine Bewusstsein, aus dem wir alle entstanden sind. Oder sinnbildlich für die liebende Intelligenz, die da ist, die uns hierher gebracht hat. Wir sind ja wirklich entstanden, nicht aus Furcht, aus Angst, aus Mangel, sondern wir sind aus Fülle entstanden. Nur unser Verstand hat eben andere Vorstellungen von dieser Geschichte. Und wenn dieser Verstand jetzt mit der gleichen Vorstellung vereint wird, wie das reine Bewusstsein, aus dem wir entstanden sind, dann gehen die zusammen. Dann ist der Verstand und dein Herz oder das reine Bewusstsein und dein logisches Denken, dein analytisches, ist in einem Boot. Und darum geht's nur. Wir haben ja hier nur den Verstand. Und da einen guten Prozess für sich rauszukriegen und mit diesem Verstand in eine Kommunikation, in eine Beziehung zu kommen, die eben harmonisch ist. Weil nur wenn du mit deinem Verstand, mit deinem Denken, mit deinem analytischen Bewusstsein auf die gleiche Ebene sozusagen kommst, wie dein wahres Sein, also
dein Bewusstsein, dein göttliches Sein, wie du es auch immer nennen möchtest, dein höheres Selbst, wenn die zwei in Einklang sind, ja, der Verstand, der Kopf, das Hirn und das Herz, es gibt so viele Perspektiven für diese Sache. Mir ist es wichtig, dass du verstehst, um was es geht, dass du quasi zwei Vorstellungen hast, eine Vorstellung, die die Wahrheit kennt und eine Vorstellung, die einfach die Vergangenheit kennt und versucht, logische Rückschlüsse in die Zukunft zu machen. Und dass du dich entscheiden musst, wem glaube ich denn? Und dass dann irgendwann mal ein Automatismus entsteht, dass du eben nicht mehr diese zwei Herzen, Seelen oder wie das Wort heißt, in deiner Brust schlagen hast, oder? Wir haben immer noch das Gefühl, dass es irgendwelche Instrumente gibt, die außerhalb von uns sind. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen länger, aber das sind auch so Gedanken. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die glauben an Karten lesen. Wenn du überall schaust und dann lässt du die Karten legen und die Tarotkarten und Wahrsager und so weiter und so fort. Und das sagt einfach nur das aus, wo du jetzt gerade stehst, und wenn du mit diesem Mindset, Mind-Herz-Set jetzt genau so weiterläufst, dann würden möglicherweise diese und jene Dinge eintreten in deinem Leben. Aber was heißt dir das dann? Irgendjemand nimmt deine Schwingung wahr, hinter jeder Emotion, hinter jedem Gedanken steht ganz klar eine Überzeugung von dir. Und wenn ich das wahrnehme bei dir, was ich auch in meinen Coachings immer mache, dann weiß ich, wo du drauf hinsteuerst oder was dich steuert. Und dann kann ich dir plus minus sagen, was passieren wird, wenn du mit diesen Überzeugungen durchs Leben läufst. Ist nicht so schwer, das kann jeder. Ja, und wenn dir das mal klar ist, dann musst du dir keine Karten mehr legen lassen, dann musst du nicht mehr glauben, dass irgendjemand außerhalb von dir besser Bescheid weiß über dich, wenn du selber erkennen kannst, beobachten kannst, was in dir läuft und die Tools hast, dass das, was in dir läuft, was deine Überzeugungen ausmacht, die Tools hast, das zu verändern. Und zwar jeden Moment. Stell dir vor, du rufst eine Wahrsagerin an und legst auf, 3 Minuten später veränderst du deinen Seinszustand, dein komplettes Bewusstsein. Rausgeschmissenes Geld, kannst sofort wieder anrufen. Also, weil das sage ich jetzt, weil ich das halt immer wieder sehe, auch auf YouTube und an diese ganzen Plattformen. Ich sage es auch aus eigener Erfahrung, weil ich auch so verzweifelt war nach der Trennung von meinem Mann vor 12 Jahren, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Da ist jetzt diese Frau, die hat mir den Mann weggeschnappt, das habe ich schon gemerkt, dass der sich für meinen Mann interessiert. Bla bla bla, all solche Geschichten, die einem im Kopf gehen und welche Mächte, welche bösen Mächte haben da irgendwo, gönnen mir nicht meine Familie, mein gutes Leben und all solche Denkmuster, die haben wir ja alle irgendwie, wenn wir verzweifelt sind. Und aus dieser Verzweiflung in die Klarheit zu kommen und selber zu wissen, wie das Leben funktioniert und wirklich zu wissen, ich habe die Zügel in der Hand, ich bin ein Wesen mit reinem, vollem Bewusstsein, mit dem Feld der unendlichen Potenziale und Möglichkeiten jederzeit zu 100% verbunden. Nur muss ich diese Beziehung aufnehmen. Ich muss eine Beziehung erschaffen mit diesen Potenzialen, mit diesem Bewusstsein, so dass ich dort eben verbunden bin. Und der Lenker, der Denker, der lenkt mich quasi in den unendlichen Potenzialen dorthin, wo ich hin möchte. Aber wenn der Lenker und der Denker nicht nur den Fokus hat dorthin, wo ich hin möchte, sondern sagt, ja, aber wie geht denn das? Wie kommt denn das dazu? Aber der XY hat doch das gesagt und die Politik ist doch so ausgerichtet. Das kann ja alles gar nicht gehen.
wenn ich mich damit beschäftige, mit dem ganzen Wie, dann verliere ich meinen Fokus. Und das kennst du vielleicht auch aus der Meditation, dass du dann plötzlich kommt der ja und wie und was und hä und du, diesen Fokus zu behalten, nur auf das, was du wirklich willst, das gelingt dir einfach, wenn du deiner Identität klar wirst und als dieser Mensch, der so lebt, von innen nach außen gesteuert, auf einem hohen Bewusstsein, auf einer hohen positiven Schwingung, weil das die Schwingung ist, die dich mit diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten verbindet. Weil wenn du in Angst und Frustration lebst, dann spürst du einfach die Verbindung nicht. Das heißt nicht, dass du nicht verbunden bist. Ja? Auch wenn du bewusstseinserweiternde Geschichten nimmst, wie zum Beispiel Ayahuasca oder was weiß ich nicht noch da drauf ist, das Einzige, was du machst, ist, du schaltest diesen logischen Verstand aus, du setzt den ruhig, plötzlich kommst du in ein Feld der unendlichen Möglichkeiten und da können aber auch beschissene Storys drin sein, oder? Deswegen ist es ja nicht immer so toll, was da passiert oder auch auf anderen Medikamenten, oder? Weil da alles drin ist und je nachdem, womit du dich verbindest, ist es da. Es ist nur so einfach, wenn es alles gibt, entscheidest du, will ich das oder das oder das. Und wenn da alles ist, dann ist da halt auch gut und auch schlecht drin. Und da die Kontrolle zu haben, und zwar aus dem Seinszustand heraus, der dich mit dem Bewusstsein verbindet, wo die schönen Sachen drin sind, dazu brauchst du deinen logischen Verstand und der muss trainiert werden. Trainiert, 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 trainiert. Neu ausgerichtet, neu kalibriert. Und das ist dein Job. Und weil ich dir helfen will, für diesen richtigen Anfang zu machen, mache ich jetzt am nächsten Mittwoch, dann am nächsten Freitag und noch am Montag ein Abschlusscoaching, das dir quasi, deswegen sind die Pausen auch dazwischen, das dir hilft, wirklich zu sagen, ja, was ist mein Seinszustand, den ich haben möchte, wie denkt und fühlt der, was für Überzeugungen lebe ich, wie kriege ich das in mich rein? Wie kriege ich das rein? Wie übergehe ich den Verstand? Das ist ja das, was die Meditation macht und was die Hypnose auch macht. Die setzen einfach deinen Verstand zur Seite und die versuchen dich zu füllen. Aber wenn der Verstand wieder einkickt und er ist immer noch so, so stark mit der Vergangenheit oder mit den Dingen verbunden, die er gelernt hat oder die er jemals geglaubt hat, dann hast du ihn kurz zur Seite gesetzt, pack, ist er wieder da und führt dich. Tag zur Seite gesetzt, gefüttert Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein wächst und wächst, aber der Verstand sagt, nein, ich bin der Chef, ich. Und da hilft es nur, dass du eben diese Verbindung, diesen Gleichklang, diese Harmonie herstellst, indem du deinen Verstand mit Sachen informierst und trainierst, mit Informationen, die eben dem ganzen wahren Sein deiner Identität entsprechen, die er halt nie gelernt hat. Der hat ja andere Sachen gelernt. Der hat ja gelernt, dass du irgendwo im Außen, auf das Außen reagieren musst und im Außen ausgeliefert bist. Der hat ja Strukturen drin, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. So leid es mir tut. Und so leid es mir auch für alle Menschen tut, die so aufgewachsen sind, ich ja auch. Aber wir haben alle Möglichkeiten und alle Chancen zu entscheiden, wie wir uns erziehen. Mit welchem Glauben, mit welchem Hintergrund. Du kannst es selber entscheiden. Und dabei möchte ich dir helfen, dass du in diese Kraft reinkommst, dass du nie wieder das Gefühl hast, du bist irgendetwas ausgeliefert. Nicht mal deinem Körper, nicht mal irgendeine Insuffizienz deines Körpers, irgendeine Einschränkung deines Körpers. Auch das kannst du bestimmen. Und das ist natürlich nicht eine Schnipp-Schnipp-Sache, sondern es ist ein Training. Und dieses Training kannst du nur einhalten, wenn du überzeugt bist, dass dieses Training dich dorthin führt, wo du sein möchtest. Und da möchte ich dir dabei helfen, diese Überzeugung nicht aufzugeben und da immer wieder dran zu bleiben.
weil ich kann dir sagen, ich weiß, wie schwierig das ist und wie einsam dieser Weg zum Teil sein kann, weil du dich nicht außen austauschen kannst und kannst sagen, ja, die und die Einschränkung habe ich noch. Oh, gehst du zum Arzt, die musst du abklären lassen. Und du sagst, nein, ich gehe meinen Weg. Ich weiß genau, wie es geht. Und es war so schwer für mich. Es war so, so schwer für mich. Ich meine, da war, ich erzähle irgendwann mal, mache ich ein Video drüber, über diese ganze Reise, was da alles wirklich noch war und was ich da auch immer wieder jetzt, ja, das hört ja nicht auf. Das geht ja immer weiter, es wird immer besser, das geht ja nach oben ins Unendliche, da, wo es auch immer aufhören mag, aber es wird besser, 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 dein Leben wird auch immer besser, 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 wenn du dich drauf einschwingst, auf ein Leben, das immer besser, 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 besser wird, weil du weißt, wie es funktioniert. Weil wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann lebst du bis in deine Pension oder was weiß ich nicht was, was dein Ziel, dein Lebensziel ist. Und das muss gar nicht so sein. Du kannst alles selber entscheiden. Und ich freue mich riesig. Ich werde noch den Anmeldelink zu dem 3-Tages-Training machen. Ich werde noch ein paar genauere Infos posten für die logischen Verstände, die mehr Infos brauchen und sagen, ja, was lerne ich da denn ganz genau? Aber im Prinzip geht es wirklich um das, was ich dir jetzt gesagt habe, dass du absolut der Kapitän deines Bootes bist und dass es keine Einschränkungen gibt und dass die Einschränkungen, die dir unsere äußere Welt immer wieder suggeriert, dass die gar nicht da sind, dass die dir halt eingeredet werden, damit du von anderen kontrollierbar wirst, weil sie glauben, andere müssen kontrolliert werden. Das ist ja auch noch so ein Hirngespinst. Ich muss niemanden kontrollieren. Ich muss niemanden beeinflussen. Ich muss niemanden irgendwelche Vorgaben machen, sondern ich kreiere. Ich sage, wie es ist. Ich sage, wie ich es haben will. Und die Welt wird sich danach richten. Und das ist halt so. Und die Welt hat sich schon immer übrigens danach gerichtet, was in dir vorgeht. Und deswegen sind die Dinge auch so gekommen. Halt warst du dir nicht bewusst, dass es so geht. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt raus in die Sonne. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.